Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Kanalvorstellungsvideo. Ich möchte heute den Zelda Großmeister vorstellen. Aus dem einfachen Grunde, ich kann euch das gleich mal erklären, warum. Ich habe eben gerade sein 5-Jahres-Special gesehen, wo er drüber geredet hat. Wo er sich ausgesprochen hat, wo er sich beschwert hat, wo er es traurig fand, dass er 33.000 Abonnenten hat. Oder damals halt auch weniger. Und ja, so wenig Klicks auf seine Spiele bekommt. Oder Let's Plays, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und jetzt gucke ich meinen Kanal an. Und ich habe ja auch schon seit längerem dasselbe Problem, so seit 2012. Und ja, das verbindet mich und Zelda Großmeister eigentlich schon sehr arg. Ja, ich selber guck bei dir ab und zu vorbei, nicht immer. Hin und wieder mal mache ich das. Ja, und ich möchte dir auch in diesem Video erstmal Grüße rausschicken. Dann möchte ich dir auch gerne mal so ein paar Tipps geben, wo ich denke, das könnte was vielleicht ändern. Ja, aber vorweg möchte ich erstmal sagen, du machst an und für sich nichts falsch. Du hast eine gute Audioqualität, du hast eine gute Videoqualität, du bist sympathisch. Ja. Ich sage es mal so, ich habe es auch schon mal bei dir kommentiert. Für die Spiele, die du teilweise Let's Plays, du musst dir das mal einfach jetzt mal so auf der Zunge zergehen. Sly 3 zum Beispiel. Wenn du Sly 3 bei YouTube eingibst, Sly 3, ich meine, wer kennt Sly 3? Also Sly, ich meine, es kennt auch nicht jeder. Ich meine, auf YouTube ist da schon was vertreten. Mehr oder mäßig auch relativ erfolgreich. Aber Sly 3 ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was jede Sau kennt. Und du machst deine Let's Play zum Beispiel daraus. Und du musst dir halt einfach so positiv selber so ein bisschen einreden, dass gerade. Also ich meine, nach einem Tag 500 Aufrufe für Sly 3. Das ist also jetzt nur ein Beispiel. Das ist ja jetzt nicht ein Spiel, was jeder kennt. Aber es gucken sich trotz alledem 500 Leute an, haben Interesse daran oder schauen sich das halt an. Und das sind Spiele, auch bei mir. Jetzt zum Beispiel hier. Ich spiele ja momentan Critical Annihilation zum Beispiel. Es ist noch gar nicht richtig draußen. Kennt auch fast keine Sau, ne? Und von dem her, man muss auch schon ein bisschen Risiko eingehen, finde ich so. Jetzt im Vergleich, Skyrim kennen da schon mehr Leute, gucken dementsprechend auch mehr. Ja gut, bei Naruto Ultimate Ninja Storm 4 verstehe ich das jetzt nicht. Ja. Das wollte ich erstmal sagen, das wollte ich dir erstmal erzählen. Da bist du echt nicht dran schuld. Und ja, ich möchte dir jetzt ganz gerne, ich möchte ihn euch vorstellen, das mache ich ja auch hier nebenbei. Und ich möchte dir gerne so, mal so ein paar Tipps geben. Die Titel von dir sind eigentlich ganz okay. Sind halt Let's Play-Titel. Hast es auch gut umschrieben mit den 100%, alles, was eigentlich drauf muss. Nur, was ich dir jetzt so als Tipp geben könnte, wäre, ich mache so in der Art Thumbnails wie du. Ich benutze halt ein Bild mit Titel des Spiels und man schreibt dann eine Zahl dazu. Aber vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, ja, besser gestalten. Also es ist okay. Es ist wirklich. Es reicht. Also gerade auch für ältere Spiele gibt es halt nicht die krasse Vorlage. Und das ist auch, ja, es ist halt Ersteindruck und der ist relativ wichtig. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, verbessern. Also das würde ich jetzt mal so als Tipp geben, dass die Leute halt sehen, ah, das sieht cool aus und so. Und so auch vom Thumbnail her und so. Also ich finde, von mir kannst du auch so lassen.
ich finde, ja, zum Beispiel das Paper Mario finde ich gut. Ich hätte das so ähnlich gemacht. Ja, aber ich finde, da geht noch was. Vielleicht mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht mal ein bisschen gucken. Ich mach das ja so ähnlich wie du. Und ja, am besten immer mal nach Wallpapers dann nachsuchen. Aber gut, das wollte ich mal so angemerkt haben. Vielleicht kann es daran auch mal so ein bisschen liegen. Eventuell, ich hätte noch einen Vorschlag, dass du vielleicht auch mal ein bisschen was mit der Community machst. Das pusht dich auch noch mal ein bisschen nach oben. Also die Tipps, die ich bekomme, habe ich auch bekommen, sage ich jetzt mal. Und man lernt ja auch draus. Und wenn man auch schon länger auf YouTube dabei ist, wir sind ja fast gleich lang auf YouTube. Ich bin jetzt auch schon über 5 Jahre. Du bist ja auch schon länger als 5 Jahre, ne? Auf YouTube. Soweit ich das weiß. Ja, 5 Jahre. So. Ja, auf jeden Fall. Hier ist Family jetzt richtig schön. Ansonsten halt ein bisschen was mit der Community vielleicht machen, das hilft immer. Und es ist auch schön, ich habe mir jetzt auch extra einen Skype-Account für meine Community eingelegt, das kann ich auch eben nochmal zeigen hier. Hier. Damit die Leute mal mit mir schreiben können, das sind ja auch nicht so viele. Ich habe ja jetzt auch nicht so eine große Community. Aber ja, man kann halt mit den Leuten auch mal ein bisschen was spielen oder sowas. Du machst jetzt Online-Relevanteres nicht so, aber in den Kontakt mit den Zuschauern, dass man da nochmal eine engere Bindung bekommt, das ist eigentlich auch eine gute Alternative. Aber ansonsten bleib dir selber treu. Also du, ich finde, du machst das echt gut. Du musst da nicht viel ändern. Also vielleicht das Optische. So. Aber ansonsten finde ich deinen Kanal echt geil. Spiel ist Geschmackssache halt immer, ne? Aber ich finde es gut. Und von so welchen, also wie du es bist, muss es auf jeden Fall noch mehr auf YouTube geben. Denn jetzt, ich bin auch zum Beispiel Ratchet & Clank Fan. Ich, bin auch in der PlayStation, bin auch immer so PlayStation 2 Spieler, so GameCube Spieler, so auch Nintendo viel. Und, ich finde das cool, was es bei dir alles gibt, so. Zum Beispiel jetzt hier auch Jack 2 und so. Es sind halt Spiele, wo Leute nicht viel mit anfangen können. Aber, ich finde das gut. Ich finde das gut, wie du das machst. Und du hast es auf jeden Fall verdient, dass man dich vorstellt und dass ich jetzt die Leute auf dich aufmerksam mache. Denn ich finde es echt gut. Und du hast wirklich auch einen großen Erfolg mit den Spielen, die du machst, finde ich. Da kannst du dich nicht beschweren. Ich hätte es noch schlimmer treffen können, klar, mit 33.000 und bis 1.000 Views. Das ist nicht viel, ich weiß. Ich musste mich auch damit abfinden und ich mache es auch nur aus Spaß, sage ich jetzt mal. Ich habe Spaß an der Freude. Ich möchte die Spiele gerne vorstellen, die mir nahe liegen, wo ich Spaß dran habe. Ich möchte gerne Spiele zeigen und auch viele von früher. Da ist es mir egal, wie viele Klicks die bekommen, mehr oder weniger. Ich gebe mir trotz alledem richtig viel Mühe. Frag auch hier Community zum Beispiel. Aber bleib dir wirklich treu, mach das, wo du Bock drauf hast, denn die Klicks können ja nur mehr werden, es kann ja nur mehr werden in den Laufe der Jahre. Also jetzt haben deine Videos vielleicht zu Sly 3 nach ein paar Tagen an die 400, 500 Aufrufe, aber das kann sich in den Jahren immer so summieren und es kann ja nur mehr werden. Und umso mehr du Videos da hast, umso mehr kann es ja eigentlich nur werden, ne? Und es ist halt eine Geduldssache. Ein bisschen gebe ich jetzt auch YouTube die Schuld. Es sind immer mehr Leute dazugekommen. Daran sind jetzt halt die Leute auch nicht schuld und auch YouTube auch nicht. Aber da, dass so viele Leute jetzt auf YouTube aktiv sind und dass sich auch alles so ein bisschen der Algorithmus verändert hat, das Design verändert hat, ist das auch so ein bisschen dran schuld, dass wir jetzt darunter leiden, wir beide, mein Kollege, dass wir jetzt, sag ich mal, Zuschauer verlieren, dass Klicks verloren gehen und sowas. Ich habe ja wirklich dasselbe Problem, ich war auch schon depressiv und alles und es ist halt keine leichte Sache. Aber man freundet sich damit nach und nach an, wenn man es denn für normal hält und nicht anders kennt.
Ja, aber mach das Beste draus. Gib nicht auf. Der Spaß steht ja eigentlich im Vordergrund. Und den hab ich, den hast du. Und wir bleiben uns einfach treu mit dem, was wir machen. Haben wir Spaß. Mittelmäßigen Erfolg. Also es hätte uns schlechter treffen können, finde ich. Und es kann ja nur besser werden. Ich will dir echt Gutes zusprechen. Und ja, das war's eigentlich. Das ist Zelda Großmeister. Was gibt's beim zu sehen? Er ist ein riesengroßer Zelda-Fan. Er sieht man schon am Namen. Aber bei ihm gibt's Nintendo Let's Plays, aber auch richtig viel anderen Zeugs. Was man ja jetzt hier an den Playlisten sieht. Ich wollte dich halt einfach vorstellen, weil du hast es einfach verdient. Und spontan wollte ich das Video jetzt einfach mal aufnehmen. Also, ja, also es ist echt. Es sind echt schon viele Spiele auf deinem Kanal. Und es ist ja, es ist sehr umfangreich. Es ist bietet wirklich für jedes Genre etwas und vielfältig, richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ob du das Video siehst oder ob du mir überhaupt antwortest, aber ich will trotz alledem, da mit dem Gedanken spiele ich jetzt auch gar nicht, aber ich finde es trotzdem verdient, vorgestellt zu werden. Ich kopiere jetzt einfach mal deinen YouTube-Namen mit deiner URL und werde dich jetzt, weil du es so verdient hast, werde ich jetzt live im Video, werde ich dich, na, jetzt lädt mein Internet gerade nicht, tolle Wurst, na, ich wollte dich auch mal fragen, du bist ja auch Pokémon-Fan, so wie ich, auch wenn ich es immer nie gezeigt habe, aber ich mache ja momentan, ich habe jetzt hier vor ein paar Stunden, wo das Video jetzt aufgenommen wird, Poke-MMO gestartet. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist so. Es ist halt ein, ja, Pokémon, Feuerrot beispielsweise, ein Rollenspiel, also ein Rollenspiel sage ich schon, ein Online-Spiel mit echten Spielern und so, und du kannst trotzdem Orden machen und es ist halt cool, du kannst halt online mit echten Spielern spielen und kannst auch zusammen im Together spielen. Da ich noch niemanden habe, mit dem ich das mal spielen könnte, wollte ich dich fragen, ob du da vielleicht mal Bock drauf hättest, mit mir mitzuspielen. Wäre mir eine große Ehre, wäre richtig cool. Einfach mal so eine Frage für nur so nebenbei. Ich werde dich jetzt hier auf jeden Fall bei meinen Kanalempfehlungen dazu packen. Weil du hast es verdient. Und ja, ich tue dich einfach mal hinzufügen. Na hops. Und das war's eigentlich schon mit diesem Video. Essa. Dich packe ich jetzt einfach mal hier hin. Relativ weit oben. Da bist du jetzt. Schaut auf jeden Fall mal bei Zelda Großmeister vorbei. Er hat es auf jeden Fall verdient und er hat es nicht verdient, so wenig Aufmerksamkeit zu haben. Ja, es kann nur besser werden. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und ja, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Es ist echt ein netter Typ. Und ja, ich wollte ihn mal vorgestellt haben. Ich grüße euch, Leute. Tut mir einen Gefallen, schaut bei ihm vorbei. Und ja, das war jetzt so ein spontanes Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.